Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem neuen Stano Gaming und heute spielen wir mal Division 5. Quarion.net. Falls ihr auch auf diesem Server spielen wollt, könnt ihr es gerne tun. Die IP ist hier oben rechts, wie ihr hier sehen könnt. Einfach dort drauf joinen und dann könnt ihr auf Quarion spielen. So, ich habe tatsächlich davor schon eine Videoaufnahme gemacht von diesem Spiel. Das heißt, ich mache gerade das zweite Mal dieses Spiel. Also eine zweite Aufnahme. Liegt daran, dass die Grafik und sowas komplett scheiße war und ich jetzt einfach mal komplett neu das Video nochmal machen will, damit die Grafik nicht so scheiße aussieht. Genau, deswegen habe ich das gemacht. So. Genau. Also ich hoffe, das ist nicht so allzu schlimm. Ja. So, was ich erstmal jetzt machen will, ist einmal hier reinzugehen. So. Laub. Wo packe ich den Laub denn rein? Also ich habe hier irgendwo Stufen und Treppen. Fichten, Kies, Eichenbretter, Erde, Kekse, Samen, Weizen, Fleisch. Ne, also hier ist es nicht. Hä? Muss ja irgendwo hier sein. Das ist Glas, Obsidian, Kies, Laub. Ah, hier. So, Erde. Holz. Fast wieder ein Stack. So, das heißt, hier packe ich jetzt mal kurz den ganzen Kram hin, den ich jetzt erstmal nicht brauche. So. Okay, und jetzt kann ich erstmal nee, das nicht. Achso, ihr habt das wahrscheinlich hier noch gar nicht gesehen. Ich habe jetzt hier auch das gemacht. Ihr seht hier auch schon Fisch. Dass die Fische jetzt hier einmal komplett rumgehen können. Also die können hier wirklich komplett rumlaufen. Und sind dann halt wieder hier und da können sie dann rein. Und auf der anderen Seite ist das genau dasselbe. Ne? Hier ist auch. Genau. Das habe ich erstmal getan. So. Dann mache ich jetzt hier erstmal wieder die Melonen weiter. Die habe ich, wie gesagt, in der anderen Folge auch. In der anderen Folge. In den eigentlichen Aufnahmenvideo gemacht. Allerdings war das Video echt scheiße. Da habe ich mir gedacht, komm, ich mache es einfach nochmal. Hab mir jetzt ein Video angeguckt, wie man halt die Grafik besser machen kann. Ihr seht das ja auch immer bei Roblox, ne? Also früher, wo ich halt noch diese 4:3 Aufnahmen hatte, also wo das Bild nicht jetzt wie jetzt komplett ist, sondern wo das halt noch immer so außen war, hatte ich halt auch immer bei Roblox diese scheiß Qualität und ich wusste damals nicht, wie das wegging. Deswegen war halt das Bild auch immer scheiße und eine Zeit lang war es auch gut und jetzt ist es halt einfach wieder schlecht geworden, einfach deswegen, weil die Einstellungen wieder komplett resettet wurden anscheinend. Also meine ganzen Einstellungen, die ich ursprünglich hatte, wurden resettet. Jetzt habe ich die wieder so gemacht, wie die vorher waren. Und jetzt müsste es eigentlich alles top laufen. Unter anderem merke ich auch schon, dass das schon generell besser läuft. Weil vorher sind auch immer diese Coding-Überlastungen angezeigt worden. Jetzt werden die im Moment nicht angezeigt. Ich gehe stark von davon aus, dass es aber bald wieder angezeigt wird. Und ja. Muss ich mal gucken, ne?
Eventuell gehe ich dann halt einfach zum Support von OBS und frage mal dort nach, ob die da irgendwie was wissen. Und wenn nicht, dann gucke ich mir halt ein Video auf YouTube an, falls das irgendwann nochmal kommen sollte. So. Was ich jetzt erstmal machen will, ist die Melonen wieder reinpacken in die Dings. Also ich habe genau das gleiche, was ich jetzt mache, auch gerade in der vorherigen Aufnahme gemacht. Ich kopiere das praktisch gerade nur nochmal, damit die Aufnahme auch nicht verschwunden geht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen sind die Karotten auch schon gedingst. Also ich habe nämlich die Karotten schon, also wie man hier sehen kann, sind die Karotten nicht mehr da, weil ich die in der vorherigen Aufnahme halt schon weggemacht habe. Ne, und so schnell wachsen die halt nicht. Aber ist nicht so schlimm. Die Bäume hier habe ich auch alle neu gepflanzt. Die sind auch schon wieder alle gewachsen, ey. So, machen wir hier mal die Kartoffeln. Also ich habe generell immer so Aufnahmeprobleme, die ich hoffentlich jetzt erstmal ein bisschen behoben habe. Hoffe es einfach mal. Naja, so. Und was ich auch gemacht habe, ist halt neue Texture Packs tatsächlich reingepackt. Also dass das hier so ein bisschen realistischer aussieht, sieht man hier auch. Weil so sieht Minecraft normalerweise nicht aus. Und hier auch diese Blätter. Und auch die Wolken. Also ich habe einen Shader drin. Ne, einen Shader und sowas. Hier sieht man halt auch Schatten. Was ja so normal eigentlich gar nicht gibt. Finde ich eigentlich ganz geil, wenn man so einen Shader drin hat. Hatte ich ja vorher nicht. Und jetzt habe ich es halt reingepackt. Sieht einfach geiler aus, muss ich sagen. Und ich feiere das auch unnormal. Weil vorher, also tatsächlich geht das Optifine bei der 1.19.3 ja noch nicht, ne? Also 1.13.9 geht ja noch nicht. Oh. Und deswegen, ich spiele gerade auch nicht auf der 1.19.3 hier. Also es ist praktisch der Zinti-Bild dafür, aber ich spiele nicht auf der 1.19.3, sondern auf der 1.19. Liegt daran, dass ich diese Version nur für die 1.19 tatsächlich installieren konnte. Also ich konnte die natürlich auch für 1.19.2 hätte ich die auch installieren können. Wollte ich nicht. Deswegen habe ich eine etwas ältere Version jetzt genommen, nämlich 1.19. Aber so viel Neues ist ja gar nicht in den zwei anderen Versionen tatsächlich gekommen, ne? Ah, ich bin auch schon wieder voll. Muss ich mal kurz ein paar Kartoffeln schmeißen. So. Auf jeden Fall ist das so erstmal der Punkt. So. Ja, genau. Also. Das ist eigentlich so erstmal alles, was ich sagen wollte. Genau. Na, also ich habe neue Shader, neuen Shader drin. Ich habe natürlich auch noch, wenn man jetzt hier mal gucken will, ich habe auch noch andere Shader. Ne? Also ich habe hier den habe ich gerade und ich habe auch noch die anderen, aber die sind nur für die 1.19.3. Also nee, nicht für die 1.19.3, für die 1.19.2, glaube ich. Aber wo ich diese Shader tatsächlich drin hatte, hat mein Minecraft ultra geleckt. Und dann habe ich gesagt, komm, ich nehme einen anderen. Und der Shader hier geht auf jeden Fall. Ne? Und Texture Packs habe ich dann auch noch reingeballert, damit das hier so ein bisschen realistischer aussieht. Und hier auch das realistische Holz. Ist auch ein Texture Pack. Genau. Und was ich eigentlich auch drin habe, ist bessere Animation, wobei ich nicht weiß, ob das funktioniert. Dann müsste ich mal in die Farmwelt gehen. Gucken, ob das bei Tieren funktioniert schon. Oder ob das nur bei Zombies und sowas ist.
Da müsste das eigentlich gehen. Falls es funktioniert. Also ich kann mal hier gucken auf Source-Pakete. Hier. Also modernen Dingsbums. Und hier steht irgendwie 1.7 Beta. Keine Ahnung. Und dann ist das hier so rot. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Also ich habe es hier drinne, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert. Falls es nicht funktioniert, dann tue ich es halt wieder raus, aber... Weiß ich nicht, ne? Das weiß ich nicht. Ja. Können wir ja mal gleich ausprobieren, indem ich in die Farmwelt gehe, aber dazu müssten wir auch erstmal die ganzen Viecher finden. Ich glaube, da müsste es auch sogar gerade Nacht sein. Ja, nee. Upsala, jetzt habe ich da unten schon eins gemacht. Also die Bäume fälle ich jetzt garantiert nicht in dieser Folge, weil das habe ich in der letzten, in der eigentlichen Aufnahme gemacht, die aber scheiße war. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich mache jetzt einfach das Video nochmal neu. Weil ich will auch nicht so eine schlechte Qualität dann halt hochladen, ne? Bei YouTube tut es ja meistens auch nochmal ein bisschen die Grafik so ein bisschen ändern, weil ihr könnt bei mir ja gar keine 480p gucken, ne? Also bei fast jedem YouTuber ist ja immer 480p auch drin, bei mir ist es irgendwie nicht drin, fragt mich nicht warum. Also 480p guckt sich halt auch keine Ahnung, also es ist jetzt nicht so schlimm, ne? Also 1080p ist natürlich das Beste, was man bei mir gucken kann. Hatte ich ja vorher auch nicht, da hatte ich immer nur 720. Und jetzt habe ich halt auch eine bessere Qualität. Was ich da vorher auch nie hatte, ne? Da hatte ich immer nur 720p. Deswegen. Ist das so. Eventuell muss ich auch nochmal die, wie heißt es, die FPS ein bisschen umändern, weil das hier benutzt halt gerade nur 25 FPS. Kann natürlich auch 60 FPS machen, wobei da dann schon mein Rechner explodieren würde, ein bisschen, ne? Und deswegen habe ich das erstmal für heute so gemacht. Ich werde natürlich auch ganz viele Testvideos machen, wo ich dann ausprobiere, wenn ich das mit 60 FPS mache. Und ja, also ich will natürlich, oder ich guck natürlich auch, ja, so. Dass jedes Mal diese blöden Torchschirme hin. Also, slash, wow, farm, so, gehen wir mal da drauf, hier ist ein Hund. Random Teleportierung. Ich werde in 5 Sekunden teleportiert. Ja. So. Da ist ein Hoppelhase. Also ich sehe jetzt im Moment nicht, dass der eine Animation hat. Hm. Hier ist noch ein Hase. Also ich sehe im Moment tatsächlich nicht, dass die Animation haben. Ja, warum ist hier eigentlich Wasser? Das ist halt jetzt die Frage. Könnt natürlich auch Nacht machen. Das hier ist, glaube ich, Gras, ne? Oder was ist das hier? Ja, das ist Gras. Weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ah. Oh. Das ist ein Wolf. Ah, doch, die Animation ist da. Da, seht ihr die Animation? Da, die Animation, ja, die ist da. Also, die Animationen funktionieren auch. Ei. Da. Scheiße, wo ist der? Hä? Da. Ja, man, also, die Animationen sind da, okay. Hier sieht man es auch bei dem Shark. Da sieht man's.
Ach, ich hätte auch bei meinen Schweinen gucken können. Bin ich dumm. Aber man sieht auf jeden Fall, dass die mehr realistischer laufen als jetzt im normalen Minecraft, sag ich mal. Und da sieht man es auch ganz klar. Ja, ich würde sagen, das war's eigentlich mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut auch gerne auf meinem Discord-Server vorbei, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Haut rein, Leute. Euer Santo. Ciao, ciao.